Ich probiere auch gerade nebenbei so ein bisschen aus, was wie viel Erfahrungspunkte bringt. Also nicht alles, was zwei Eisenbahnen benötigt, bringt auch gleich viel Erfahrungspunkte. Weiter unten in der Liste bringen die Sachen mehr Erfahrungspunkte. Also wahrscheinlich, je weiter unten es steht, umso mehr Erfahrungspunkte wird es bringen. Ein normaler Eisendolch, es bringt aber immer noch am meisten im Verhältnis zu den ganzen Sachen, wenn ich einfach die ganze Zeit durchgehend eiskalt nur Dolche schmiede. Auf Rang 2 sind nur noch die wertvolleren Sachen, das kann ich eigentlich vergessen. Vor allem, weil mir noch ein Goldbarren fehlt. Gut, Leute, ich habe noch einen Haufen Eisenbarren, sogar noch Haufen Eisenerz eigentlich. Ich guck mal, vielleicht können wir ein bisschen Kohle kaufen. Dann können wir auch noch den Rest verwandeln, weil so viel Kohle brauchen wir eigentlich. Also es kostet jetzt nicht die Welt, die zwei Münzen da. So, ich mache einfach weiter. Bis gleich. Gerade eben ist mir noch eingefallen, dass wir eigentlich auch mal testen können, unsere Waffen zu schleifen. Habe ich ja bisher auch noch nicht gemacht. Mal gucken, wie viel mir das bringt. Jetzt habe ich schon so ziemlich viele Eisenbarren verbraucht. Und vom Levelfortschritt her, schaut euch das an, es hat sich nichts bewegt im Prinzip. Und was ist, wenn wir so einen Dolch schleifen würden? Stahldolch geschärft steht jetzt hier zwar drin. Sehen wir dann vielleicht einen Dolch, wo dann dabei steht, geschärft? Nein. Also ich habe hier einen Dolch nochmal in einen extra Stack bekommen, aber beides hat 6 Angriff. Vielleicht liegt es auch einfach daran, ich muss mal versuchen, okay, den Streitkolben können wir nicht schärfen, aber vielleicht liegt es daran, dass unser Skill einfach nicht hoch genug ist, sodass es einen Unterschied machen würde, aber es ist jetzt mehr wert. Und dazu kommt, dass wir zum Schleifen keine Ressourcen verwenden müssen. Zumindest glaube ich das. Moment kurz. Nein, 7 Eisenbarren hatten wir auch schon davor. Glaube ich, Moment. Ich vertraue mir selbst nicht. Jawohl, 7 sind davor. Dann würde ich sagen, wir schleifen einfach mal alles quer durch und dann fahren wir damit schon ganz gut, weil wir dann die ganzen Sachen für deutlich mehr verkaufen können. Moment kurz. Gut, das war's auch schon. Dann können wir den ganzen Kram, den wir gerade eben frisch geschmiedet haben, gleich an den hier weitergeben, an den Kerle. Ich weiß nur nicht, ich behalte zur Sicherheit mal 7 Eisenbarren so um den Dreh. Ach, wir haben noch ein bisschen Kohle. Ach genau, Moment, kurz, ich bearbeite das kurz noch fertig, daran habe ich gerade eben nicht gedacht. So, sehr gut, dann hätten wir jetzt hier ein bisschen gehandwerkelt. Und 10 Eisenbarren habe ich noch. Die lege ich hier aber jetzt vorerst mal ab, die Eisenbarren, weil ich weiß nicht, ob wir vielleicht irgendwann mal an einem anderen, zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht nicht doch noch irgendwann mal etwas schmieden wollen würden. Und dann brauchen wir vielleicht noch 1, 2 Eisenbarren und dann denken wir uns auch, ja super. Hätte ich doch mal lieber nicht sofort alles verbraucht. Man kann ja nie wissen. Hallo. Hi. Jetzt kannst du mir gerade mal den ganzen Kram hier abkaufen, den ich jetzt... Gar nicht mal so schlecht, was es so an Asche bringt. So, damit hätten wir schon fast 10.000 Münzen. Dann könnten wir bald uns das Haus kaufen. Jetzt aber, wie viel hat mir das gebracht? Ich habe so wahnsinnig viel geschmiedet. Und was hat das gebracht? Eine minimale Bewegung hier auf der Leiste. Das ist ärgerlich. Also können wir, wie es aussieht, tatsächlich nur diesen Skill steigern, wenn wir bessere Sachen herstellen, von Rang 2 wahrscheinlich. Mein Ziel ist es ja eigentlich, diese Blockaxt und Teleportruhen irgendwann herstellen zu können. Das wären so die zwei bei weitem praktischsten Dinge. Aber na gut, geht leider nicht. Was wir aber machen können und wo ich dann auch die Alchemie trainieren will, ist in Steinfeld. Ich glaube, man hat für die... Ich bin mir gerade unsicher. Ich will nochmal gucken, ob man 70 oder 75 gebraucht hat für die Teleportrunen. Gegenstände. Teleportrune. 75, okay. Wir sind mit unserem Skill derzeit 56. Das heißt, 20 Punkte müsste ich hochtrainieren. Theoretisch 24 Punkte. Nein, Quatsch. 19 Punkte theoretisch.
Geldmäßig könnte ich es mir auf jeden Fall leisten, aber wir haben nicht so viele Lernpunkte, ist glaube ich derzeit das Problem. Ich habe 17, ich könnte sowieso nur mit einem Level-Up mich da dran machen und wie viel ich für die Rang 2 Blockaxt brauche, weiß ich nicht. Das heißt, solange ich mir sowieso das noch nicht zusammen machen kann, zusammen basteln, schmieden kann, brauche ich auch noch nicht nach Steinwelt zu gehen, weil dort ist nämlich der Goldbarren, auf den ich scharf bin und an den ich eigentlich kaufen möchte. Dann, stattdessen, werde ich mich einfach mal jetzt daran machen, meinen ganzen Alchemie-Skill hoch zu trainieren. Woo! Es wird nämlich auch endlich mal Zeit, dass ich mich darum kümmere. Weil das wurde, also, was heißt viel verlangt? Einige von euch wollten halt sehen, wie das genau funktioniert. Ich probiere einfach mal aus, ob wir vielleicht schon den ganzen Gesellenkram hier benutzen können. So. Oder wisst ihr was? Einfach mal eiskalt hier auf alle nehmen drücken. Warum nicht? Oh Gott, ich habe gerade eben gedacht, Nerim hätte sich wieder aufgehangen. Gerade hat es wieder geleckt. Gott, wiegen wir viel. Wir fiegen 909 Steine. Gott. Und so, meine Freunde, skillt man Alchemie. Man sammelt scheiße viel Zeug und dann fängt man einfach an. Ich werde das natürlich jetzt rausschneiden. Ich werde das nicht beschleunigen, weil selbst beschleunigt dauert das verdammt nochmal lange. Ich werde aber vielleicht, damit nicht so eine wahnsinnige Unordnung hier in meinem Inventar ist, die ganzen Sachen hier ablegen, die wir nicht brauchen. Und jawohl, wir können auch die Gesellensachen benutzen, das heißt, wir fangen sofort mit besseren Sachen an. Eine Person hat nämlich darum gebeten, dass ich mal zeigen könnte, wie denn Alchemie allgemein funktioniert. Das zeige ich, den Rest schneide ich raus. Beschleunigt darstellen würde auch Stunden dauern. Also, und zwar, du brauchst einfach nur, es gibt insgesamt 4 Gegenstände für Alchemie. Retorten, Mörser, Destillierkolben, Kalzinatoren. Und je höher die vom Rang sind, also Lehrling, Geselle und so weiter, umso besser werden die Tränke. Musste kurz einen Schluck trinken. Und hier rechts sieht man, wie gut sie sind. Das ist hier quasi der Wirkungsgrad. Sieht man, Geselle hat 30, Lehrling 15. Eine bessere Retorte habe ich gerade nicht. Und ihr müsst nur irgendeinen der Gegenstände anklicken und die werden alle direkt hier reingenommen, automatisch. Dann, dieses Interface erklärt sich eigentlich schon von selbst. Verwendete Zutaten. Wir können mal irgendwas benutzen, wovon wir garantiert mehrere Sachen haben. Zum Beispiel hier rechts. Ausdauer wiederherstellen. Ich nehme mal an, dass es auch hier wie in Oblivion sein wird. Je höher der Alchemie-Skill, umso besser werden wir sehen können, was uns denn die Zutat sonst noch so bringt. Also was die anderen Effekte sein werden. Ausdauer wiederherstellen. Probieren wir es einfach mal. Birne. Und als zweites nehmen wir mal den Apfel rein. Hat auch Ausdauer wiederherstellen. Und resultierende Effekte, Ausdauer wiederherstellen. Es können auch noch andere Effekte resultieren, falls von den unbekannten Eigenschaften, die so eine Zutat hat, unbekannter Effekt, falls jetzt die unbekannten Effekte dieser beider Zutaten sich irgendwie decken, dann kann auch noch rein zufällig noch ein Effekt entstehen, wenn ich jetzt richtig liege. Und dann drückt ihr einfach auf Herstellen. Und das war's schon, das ist im Prinzip das ganze Alchemiesystem von Oblivion und so läuft es dann immer weiter. In Skyrim ist es, glaube ich, dann irgendwann so, dass man tatsächlich die Wirkungsweisen der Zutaten dadurch herausfindet, dass man sie einfach mit verschiedenen Sachen kombinieren kann und wenn man zufällig irgendeine Wirkungsweise entdeckt, dann kommt sie dazu. Hier geht es aber, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber soweit ich noch weiß, nur so, indem man die Sachen auch tatsächlich nur über Alchemie hinzulernt. Also ich glaube, ich könnte mich vorhin ein bisschen widersprochen haben, aber wenn man mit Alchemie, also sprich, das sind die ganzen Meilensteine in Alchemie, wenn du einen Skill, also du kannst von Anfang an die erste Zutat hier sehen, wenn du einen Skill von 25 hast. Nein, Quatsch. Schon von Anfang an die erste, 25 die zweite, 50 die dritte, 75 die vierte und mit Meister, also mit 100, kann man dann ganz einfach aus einer einzigen Zutat, dann braucht man nicht mehr zwei, schon aus einer einzigen Tränke herstellen. Könnte sein, dass ich in meinem Kopf ein bisschen mit Skyrim mische. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber so auf jeden Fall funktioniert das System. So, kann man noch ein bisschen hier Lebensenergie euch zeigen, wie das genau funktioniert mit meinem geräucherten Schinken. Lebensenergietränke sind nämlich die, hinter denen ich eigentlich her bin. Das heißt, ich werde zuerst
alle anderen Sachen mir zusammen mixen, sodass mein Skill hoch genug ist dann für die Lebensenergietränke. Das ist der Plan. Jetzt werde ich erstmal die Tränke alle schön brav craften und werde dann wieder zu der Stelle hier schneiden, sobald ich fertig damit bin. Bis gleich, meine Freunde. Eine kleine Sache muss ich noch hinzufügen. Irgendwie viele der Reagenzien wurden überarbeitet und wenn ihr mal genau hinguckt, was die bringen da rechts, die haben fast alle Lebensenergie wiederherstellen. Ich wollte die Sachen mir zwar hier für das Ende aufbewahren, aber wie es aussieht, muss ich das gar nicht machen, weil irgendwie alles, was ich habe, Lebensenergie wiederherstellen hat. Könnte aber auch sein, dass das jetzt nur passiert ist, weil ich gerade zufällig Zutaten hatte, die Lebensenergie wiederherstellen drin haben. Okay, ja, daran lag's. Er hat mir nur die Kombinationsmöglichkeiten gegeben, die Lebensenergie wiederherstellen hatten. Aber damit konnte ich euch zeigen, seht ihr, wir haben haufenweise Zeug, mit dem wir Lebenstränke herstellen können. So, jetzt aber verziehe ich mich kurz und schneide ein bisschen raus. Bis gleich, meine Freunde. Da bin ich wieder. Ich bin wieder zurück. Wir haben mittlerweile ordentlich eine Stange mehr als 100 Tränke gebraut. Da habe ich ein Achievement bekommen für 100 gebraute Tränke. Mal sehen, ob das dann irgendwann noch ein weiteres Achievement geben wird. Ich habe ordentlich was zusammengebraut, aber ich habe es nicht übertrieben. Ich hätte noch mehr machen können, aber es gibt folgende Überlegungen und folgende Fakten. Ich hoffe mal, dass es genauso wie in Oblivion aufgebaut ist. Ich habe angefangen zu skillen mit 13 Alchemie oder mit 12 Alchemie oder sowas und habe jetzt vorerst mal auf 25 hochgemacht, so sind wir schon mal Lehrling. Und zwar, ich habe nicht weitergemacht, eigentlich hätte auch nur gereicht, wenn ich 10 Punkte geskillt hätte. In dem Fall habe ich jetzt aber auf 25 noch schön aufgefüllt, weil 25 ist so ein schöner kleiner Meilenstein. Und lasse das jetzt bis zum nächsten Level ab. Denn Alchemie, wie ihr sehen könnt, rechts steht beim Hauptattribut Intelligenz. Und wenn es wie bei Oblivion ist, dann ist es so, dass, nehmen wir einfach mal jetzt Alchemie und das Hauptattribut Intelligenz als Beispiel. Wenn ihr 2 Punkte in einem Skill steigt, der als Hauptattribut Intelligenz habt, also egal ob das Alchemie ist oder zum Beispiel, was hat noch Intelligenz hier, oder Beschwörung. Wenn ihr 2 Punkte in den Skills steigert, dann heißt das, dann bekommt ihr einen Bonus beim Level-Up von plus 1. Und der Maximalbonus, den ihr bekommen könnt beim Level-Up, ist plus 5. Das heißt, wenn ihr Skills steigert, insgesamt, also die als Hauptattribut beispielsweise Intelligenz haben, insgesamt 10 Punkte steigt, die dieses Hauptattribut haben, heißt das, dass ihr den Maximalbonus von plus 5 bekommt beim nächsten Level Up. Ich weiß nicht, wie das bei Nerim gehandhabt wird, aber wenn es genau wie in Oblivion funktioniert, werden wir jetzt nächstes Mal sehen beim nächsten Level Up, dann funktioniert es so. Das heißt, dass alle Punkte, die über 10 Skillpunkte hinausgehen pro Level, sorgen nur dafür, dass wir nicht optimal unseren Intelligenzbonus ausnutzen. Das heißt, ich habe jetzt die Punkte trainiert und ich werde jetzt mal gucken, ob ich das nächste Level Up das Maximale herausholen kann, wenn das nämlich der Fall ist, dann weiß ich schon mal, wie viel ich skillen kann, wie viel nicht. Ihr seht auf jeden Fall, wie viel sich hier angesammelt hat. So, nachdem ich euch das mitgeteilt habe, wie viel ich hier zusammengebraut habe, warum ich jetzt schon nur bei Skill 25 aufgehört habe, sehen wir uns gleich wieder, nachdem ich den ganzen Mist hier wieder abgelegt habe. Bis gleich, meine Freunde. Ich war natürlich gerade eben total schlau. Vorhin, als ich auf alles nehmen geklickt habe, ich war ja eigentlich nur im Alchemie-Tab in der Kiste, dann habe ich gehofft, dass der mir alle Alchemie-Sachen rausholen wird, aber stattdessen habe ich alles in mein Inventar bekommen. Kein Wunder, dass ich so schwer war. Irgendwie ist das komplett an mir vorbeigegangen. Aber na gut, das heißt, ich habe jetzt hier wahnsinnig viel Müll. Ich werde das nochmal kurz sortieren und wir sehen uns gleich. Ich glaube, ihr müsst nicht sehen, wie ich meinen ganzen Kack hier wieder aussortiere. Bis gleich, meine Freunde.
Gut, soweit so gut. Damit hätte ich alles abgelegt. Jetzt als nächstes gehen wir zu irgendeinem Händler und hoffen, einen relativ schnell finden zu können, der uns den ganzen Ramsch auch tatsächlich abkaufen möchte. Also an Tränken, was wir gerade eben gebraut haben. Bis gleich. Ja, bitte? Was? Und wieder da, schon wieder. Viel Zeit ist vergangen, ich habe haufenweise Zeug verkauft und wir haben über 10.000 Münzen. Yay! Wir sind reich! Reich! Das ist schon mal wundervoll, wir sehen langsam Fortschritte. Allein schon dadurch, dass ich jetzt so langsam aber sicher anfange, mein Inventar aufzuräumen. Ich trage nicht mehr immer so viel Müll mit mir rum. Darauf wollte ich hier nochmal kurz ansprechen. Und zwar, wir haben die Kapuze des Lehrlings gefunden. Ich hatte die leichtfertig verkauft, aber habe sie wieder gekauft, weil ich erst nach einem Weilchen bemerkt habe, dass wir die ganze Zeit Kapuze des Novizen, Handschuhe des Novizen, wir haben Novizenkram die ganze Zeit gesammelt und habe dabei gar nicht registriert, dass wir Lehrling gefunden haben. Und Lehrling kommt doch, glaube ich, soweit ich weiß, nach Novize. Es sei denn, ich bin gerade total verwirrt, weil das Ding 170 Münzen wert ist und die Kapuze ist hier 155 Münzen wert. Also eigentlich ein klein wenig weniger. Also bevor ich hier irgendwas... Okay, unser Charakter ist nicht unsichtbar. Das wollte ich auch nochmal testen. Sehr gut. Der Pferd, Esel, Aufsetzbug ist nicht bestehen geblieben. Gut. Damit hätte ich hier haufenweise Zeug geschmiedet und verkauft, um ein bisschen Geld zu machen. Nur um festzustellen, dass ich das komplett umsonst gemacht habe, schlauerweise. Außer für die paar Münzen, aber das war es mir nicht wirklich wert. Ich wollte eigentlich Handwerkskunst steigern und das hat es mir nicht gebracht. Also war das ein klein wenig blöd. Aber egal. Was ich jetzt als nächstes machen möchte, ist nach Sildren. Und zwar, bevor ich da nach unten überhaupt nicht mehr hinkomme, will ich da noch einen kurzen Abstecher in diese Richtung machen, auch wenn mich derzeit da nichts hinführt. Ich werde mich teleportieren zum Sanktum, falls ich damit noch überhaupt hin teleportieren kann, nach dem, was da letztens geschehen ist. Und dann nach unten dahin aufbrechen, einfach um die eine kleine Nebenquest zu machen. Ich habe auch noch ein kleines Schreiben, was die Quest angeht, ein kleines Papier gefunden bei einer Leiche, die ich auf dem Weg nach Sildren gefunden habe. Aber das werde ich gleich durchlesen, sobald wir vor besagter Ruine stehen. Denn die Quest findet in einer Ruine statt. Dann würde ich aber sagen, dass ich das hier mir auch gleich reinnehme. Nein, 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 das ist jetzt alles schon ein bisschen länger her. Der abtrünnige Bruder. Isela-Ruin westlich von Sildren. Westlich von Sildren, meine Damen und Herren. Ich dachte eigentlich immer hier am Ende vom Zipfel von Sildren. Mich reizt nämlich auch, was da zur Hölle ist. Aber westlich, also werden wir hier nachgucken müssen, was da ist. So, zuerst teleportiere ich mich aber mal wieder zum Markanen Sanktum. In der Hoffnung, dass das noch funktioniert und in der Hoffnung, dass ich überhaupt noch genug Teleportruhen für den Rückweg habe. Genau, ich habe noch 5 Stück. Das ist wunderbar, der Esel kommt in der Situation mit. Kurz noch safen, weil ich der ganzen Geschichte immer noch nicht vertraue. Derweil kann ich einen Schluck Wasser nehmen. Apropos Wasser. Kaum teleportiere ich mich, nur noch Mistwetter. Und was zur Hölle geht hier ab? Was ist hier los? Oh, ich kann hier gar nicht rein. So viele magische Energie. Ha, noch den Satz gerettet. Also mir wird erlaubt... Nee, oder? Komm schon. Du musst mir doch erlauben, wenigstens am Sanktum vorbeizugehen, jawohl. Ist das irgendwie nur eine Illusion? Weil eigentlich war doch hier alles zerstört und stand in Flammen und so weiter. Oder haben die Macher von Nerim einfach nicht erwartet, dass ich hier
nochmal entlang gehen sollte. Das wäre nämlich ein bisschen komisch gewesen. Falls das der Fall ist. Ihr könnt nicht rasten, wenn Feinde in der Nähe sind. Sind auch gar keine Feinde in der Nähe. Oh mein Gott, ich kann tatsächlich nicht warten. Ist das irgendein Bug? Kann das auch sein, dass es irgendwie so ein Rast-Bug gibt? Dass jedes Mal, vielleicht auch durch den Mod, den ich installiert habe, oder dadurch, dass ich einmal einem Kampf geflüchtet bin, dass durch diese ganze Angelegenheit ich irgendwie dafür gesorgt habe, dass jetzt bis in alle Ewigkeit ein Monster hinter mir her ist und ich dadurch auf immer und ewig nicht mehr mit Tee warten werden kann. Das wäre allerdings sehr bekloppt. Und wie das bekloppt wäre. Oh, eine Spinne. Eine Low-Level-Spinne, um ehrlich zu sein. Aber wenn sie sich in den Weg stellt, dann hat sie es nicht anders verdient. Ich habe beim Tränkebrauen übrigens auch festgestellt, ich muss öfter hier Sachen am Straßenrand aufnehmen. Kann ich auch vom Pferd aus? Nice. Weil ich wirklich sehr, sehr viele Reagenzien habe. So, hier war der Abenteurer und weiter hinten habe ich die Notiz gefunden. Dann wollen wir mal schauen. Irgendwelche Ruinen. Ich gehe erstmal hier entlang, weil mich hier ein Dorf auf der Karte gekennzeichnet wird. Das macht mich ein bisschen heißer. Nur kurz mal vorbeischauen. Na super, mit einem Bär unterwegs. Hilfe! Oh, ich mach gar keinen Schaden. Nein, ich habe ihn nur nicht getroffen. Ich hoffe mal, dass ich nicht die ganze Zeit meine armen Esel hier angezündet habe. Geht's dir gut, mein Freund? Sehr gut. So. Ach so, ich habe nach dem ganzen Alchemie-Kram nicht einmal sicher gespeichert. Was ich eigentlich sagen wollte, ich habe haufenweise Reagenzien, die Lebenspunkte heilen. Nein, ich wollte das einsammeln. Die Lebenspunkte heilen, aber dann habe ich beispielsweise auch irgendeinen Pilz. Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Ich glaube, das war der Grünspan-Becherling. Von dem ich 167 Stück habe. So wahnsinnig viele Sachen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, was für einen Effekt er mir gegeben hat. Aber ich habe keine einzige andere Reagenzie mehr in meinem Inventar gehabt, die ich mit 170 Pilzen kombinieren konnte. Das heißt, ich habe total viel Kram, den ich mit nichts benutzen kann. Mit wirklich gar nichts. Und das ist ein klein wenig schade. Wie zur Hölle komme ich da hin? Ich muss eigentlich hier lang. Das Dorf, also ich gucke links unten gerade auf meinen Kompass. Das Dorf wird mir gerade hier angezeigt, hierhin, nach Südwesten. Aber das kann doch nicht sein. Oder doch, hier irgendwo. Aber na gut, ich will jetzt dann, wenn das wirklich so weit weg ist, ich will nicht einen so wahnsinnigen Umweg machen. Westlich von Sildren wurde mir gesagt. Ruin westlich von Sildren, westlich von Sildren. Dann reite ich mal jetzt hier. Oh, da war ein Schattenwolf oder sowas. Oh, hier sind noch ganz viele andere Wölfe. Oh mein Gott, und hier ist ein Bär. Nein, das ist ein Felsen. Naja, fast. So viele Erfahrungspunkte. Ihr habt mir zwar gesagt, dass diese wunderschönen Wesen nicht auf ihre Erfahrungspunkte reduziert werden wollen. Finger weg von meinem Esel, Mann! Aber das muss auch mal sein. Weil ganz ehrlich, für mehr sind die ja nicht gut. So, die Erfahrung wollte ich hochschrauben. Entschuldigung, ich musste kurz husten. Nicht Erfahrung wollte ich hochschrauben, die Schwierigkeit wollte ich hochschrauben. Mein Grundgedanke war nämlich dahinter, dass ich jetzt durch die Alchemie hammermäßige Tränke brauen werden kann. Oder zumindest ein paar Tränke, die mir tatsächlich auch helfen könnten. Und dadurch würde ich nicht mehr... Bin ich hier richtig? Ach Gott, dammit. Und durch die Tränke kann ich mich so ein bisschen mehr unterstützen. Mann! Genau, durch die Tränke könnte ich mich ein klein wenig mehr unterstützen, mich selbst im Kampf, und dadurch könnte ich die Schwierigkeit nochmal eine Stange höher schrauben. Aber ich habe leider gemerkt, dass die Tränke, die ich brauen kann, bei weitem schlechter sind als die, die ich finde, zumindest derzeit noch mit meinem jetzigen Skill. Also werde ich erstmal warten, bis ich bessere Tränke herstellen kann.
Goddammit, muss das sein? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, also seien wir mal realistisch, meine Freunde. Ich kriege zwar ordentlich Erfahrungspunkte von diesen ganzen Mistviechern, ja? Also, na, was heißt ordentlich Erfahrungspunkte? Sie fliegen schnell um und sie sind keine große Herausforderung, wenn sie auf so einem niedrigen Level sind, so wie jetzt gerade, diese ganzen Schattenwölfe und so weiter. Aber das Problem hierbei ist, was soll ich machen? Ach so, genau, die Reagenz hier schlucken, bevor ich das wieder vergesse. Yay, Feuerfunkenkapsel! Und 34 Glück von 33 hoch. So. Ich reite dich mal noch ein bisschen näher von Eingang, dass ich dich auch wieder finden werde. Das Problem ist, dass die leichten Gegner, die ich bisher so vor mir stehen hatte, waren, wie gesagt, sie sind leicht. Das ist keine Herausforderung, weil die nicht auf meinem Level sind. Aber die Viecher, die auf meinem Level sind oder über meinem Level sind, Moment, ich erzähle drinnen ein bisschen weiter, weil der Regen hier draußen mich gerade stört und ich will nicht die ganze Zeit dieses prasselnde Geräusch in meinem Ohr haben, das relativ laut ist. So, aber nochmal, um kurz meinen Gedankengang zu Ende auszuführen. Die leichten Gegner sind zu leicht, wie ihr sehen könnt, aber schwierige Gegner sind immer noch scheiße schwer. Nur begegne ich denen ein bisschen seltener. Also wir könnten das mal ausprobieren. Die Sela-Ruinen könnten auch ein bisschen leichter werden. Könnten, betont auf könnten. Ich werde mal vorsichtshalber den Schwierigkeitsgrad verdoppeln. Und dann bin ich schon mal gespannt, was so das Game jetzt für uns auf Lager hält.